Hallo und herzlich willkommen zurück beim Book of Unwritten Tales. Die letzte Folge war sämtlich ohne irgendeinen Fortschritt und ich habe mir mal gestattet, wenigstens einen kleinen, klitzekleinen Hinweis zu holen. Und der lautete einfach nur, dass man nicht vergessen soll, dass beide Charaktere die Items einsetzen können. Das heißt, mit Ivo werde ich jetzt mal ein paar von den, oder am besten gleich alle beide Items, sofern er den Hammer nehmen kann. Nee, kann er nicht. Die Fackel kann ich nicht anwählen, warum auch immer. Aber gib dem Fee die Zauberspruchrolle, okay. Ich kann mit dem Zauberspruch nichts anfangen. Du vielleicht? Ach. Okay, Fee. Der Zauberspruch ging ja auf die Gitterstäbe, aber Ivo konnte das nicht machen, weil sie von Magie nichts versteht. Aber er behauptet, er könnte das? Vereise die Gitterstäbe. Tatsächlich. Nee, oder? Darauf muss man doch erstmal kommen. Was hat es vor? Oh. Erstaunlich. Ganz erstaunlich. Super. Okay. Hätten wir das. Ab hier geht's nochmal weiter. So, und Ivo kann jetzt mit dem Hammer die Stäbe doch bestimmt so zerkloppen, oder? Das könnte klappen. Die Stäbe sind jetzt tiefgefroren und porös. Ha! Okay. Abgesehen davon, dass wir uns immer noch in einer mächtigen Festung des Bösen befinden, habt ihr recht. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und der war wichtig. Ein Hoch auf das Vieh. Und natürlich auch auf dich. Ja. Zu gnädig. Es war ein kluger Einfall, das magisch versiegelte Schloss einfach zu ignorieren. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, es hiermit zu öffnen. Aber es ist mir nicht gelungen. Aha. Was ist das? Mein Universalschlossöffner. Das ist ein Draht. Exakt. Ich besitze ihn seit vielen Jahren. Er hat mir bisher bei jedem Schloss gute Dienste geleistet. Ah. Nur bei magisch versiegelten Schlössern versagt er. Ich verstehe. So können wir doch bestimmt die Truhe oben öffnen, oder? Ein Versuch wäre es wert. Okay, MacGuffin ist nicht steuerbar, aber... Na, dann gib her das Ding, Mensch. MacGuffin? Ja. Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem man nahezu jedes Schloss öffnen kann. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo ist sie eigentlich? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet das Zauberwort? Alter, jetzt hab dich nicht so... Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Vergiss das nicht. Alter, hör auf, hier rumzubitchen, ey. So ein Penner. So. Dort, in diesem roten Kasten, gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Okay. Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun haben. Darauf deuten einige der Bilder hin. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung. Das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das sehe ich genauso. Das ist eine Telefonzelle. Na gut. Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet?
Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es könnten Dutzende sein. Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines anderen Geräts dieser Art und eine kleine Goldmünze. Ich eile. Ausgezeichnet. Ich muss weiter. Bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. Wir lassen mal das Vieh mit ihm reden. Winke dem kleinen Mann zu. MacGuffin? Hä? Ja? Ich hab doch gerade das Vieh angewählt. Ich muss weiter. Bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. Okay, das hackt gerade ein bisschen rum. Wieso? Okay, jetzt vielleicht, ja? Oh. Okay, er will nicht mit ihm sprechen. MacGuffin? Ja. Ich muss weiter, bitte. Komm zu mir. Alles klar. Sprechen ist nicht. Gut, aber dann kann Ivo ja mit diesem Stück Draht... Ah, hier, ganz dünn. So. Damit versuchen wir jetzt oben die Kiste zu öffnen. Ich weiß trotzdem noch nicht, wofür die zwei Fackelhalter sein sollen jetzt, aber na gut. Wenigstens haben wir ein bisschen... Ah ja, knacke das Schloss. Gut. So, was haben wir hier drin? Goldmünzen. Na also. Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht. Okay. Jetzt müssen wir aber nur noch... Eine Handvoll unterschiedlich große Goldmünzen. MacGuffin wird schon die richtige Münze für den Apparat heraussuchen. Wir brauchen trotzdem noch die Nummer. Zum Glück steht die Wache mit dem Rücken zur Treppe. Ja, ja, ja. Das hatten wir ja schon. So. MacGuffin? Ja. Ich habe hier einige kleine Goldmünzen. Ausgezeichnet. Eine davon wird schon passen. Gib her. Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren? Irrsinn. Wenn wir Pech haben, müssen wir viele Milliarden Nummern ausprobieren. Und wer weiß, an welchen Ort uns eine falsche Nummer bringt. Schon gut, schon gut. Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren? Wieso wiederholt das jetzt nochmal? Mensch. Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Wer immer... Was glaubt ihr, wie viele Geräte... Wer weiß, es könnten... Irgendwo eine Liste... Ich muss weiter, bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. Teleportationsapparat. Und mit diesem seltsamen Kasten soll man wirklich große Distanzen überbrücken können? Ich bin skeptisch. Und mit diesem... Vieh, kannst du vielleicht uns irgendwie helfen? Aschengeleide? Was ist das hier? Nicht wirklich, okay. Ivo, frag mal den Vogel. Armer Cheep Cheep. Wo soll ich jetzt eine Liste herbekommen mit den ganzen Nummern? Ach. Kann ja schlecht da runtergehen. Die Straße führt hinab in die Stadt. Sie ist als... Und niemand würde... Hier irgendwas? Nee.
Wir werden den wohl nicht nochmal ablenken können, oder? Es sei denn, wir lassen das Vieh nochmal in die Vase steigen, wenn es das kann. Ich will hoffen, dass es das kann. Nee, kann es nicht. Ja. Schwarze Wache. Wir müssen doch irgendwas mit dem beschissenen Hammer anfangen können. Vielleicht sind das aber auch die Fackelhalterungen, die uns hier irgendwas zeigen können. MacGuffin? Ziehen Sie mal an der anderen Halterung. Okay. Aha. Das sollte uns weiterhelfen. Er musste dran ziehen. Verstehe. Mal schauen. Okay. Ein Buch. Telefonbuch. Ist in der gleichen seltsamen Schrift geschrieben wie die Wörter im roten Kasten. Ihr seid doch alle dämlich. Das dürfte das Buch mit den Nummern sein, das MacGuffin haben wollte. Gut, dann können wir ihm das ja in die Hand drücken. MacGuffin? Ja? Hier haben wir es. Schaut hier, dieses Buch lag im Geheimversteck in der Wand. Zeig mal, darin könnte die gesuchte Nummer stehen. Mhm. Tatsächlich, hier steht die Nummer eines anderen Geräts. Wie lautet sie? 2. Hätten wir ja lange rumprobieren können. Dann wollen wir mal sehen. 2. Kommt beide rein. Nur zu. Es ist eng, aber es ist unser Weg in die Freiheit. Also schön. Man soll dieses Teil hier abnehmen. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hoffe ich. Ich werfe die Münzen ein. Also schön. Ich tippe die Nummer. 2. Es funktioniert. Tja. Oh, okay, es ist ein Aufzug. Nicht schlecht. Nervenzerreißende Minuten später. Coolio. Das war interessant. Wie sind wir denn jetzt hierher gekommen? Einfach lächerlich. Und jetzt? Auf zum Erzmagier. Okay. Das war wohl der Abschnitt wieder mit Ivo. Wir sind immer noch in Kapitel 4. Verdammte. Wie lange geht das? Na komm schon. Ah, okay. So, Nate. Das heißt, das Wilbur befreien. Wo sind all die blutrünstigen Orks? Ja, ich bin als Letzter übrig. War ja klar. Das heißt, ich kämpfe gegen dich im Kriegerwettkampf? Nein, einer muss ja der Schiedsrichter sein. Also, habe ich keinen Gegner und habe kampflos gewonnen? Nicht so schnell! Nein! Oh, Sasi. Schön, dich zu sehen. Hast du zugenommen? Die heißt Masus. Dieser Mensch gehört mir. Ich werde ihn zur Erzhexe bringen. Oh Gott. Du kannst ihn nicht einfach mitnehmen. Er ist ein Krieger. Das ist doch lächerlich. Schild, Schwert und Helm sagen etwas anderes. Masas. Wir sagen überhaupt nichts anderes. Du bist kein Krieger. Worauf wartest du noch? Hau die Grünhaut um! Er ist ein Krieger, der in unser Lager gelassen wurde, um an einem Kriegerwettkampf teilzunehmen. Solange der Wettkampf läuft, steht er unter dem Schutz unserer Vorfahren. Und da ich keinen Gegner habe, wird dieser Wettkampf wohl noch eine ganze Weile dauern. Ich hätte das lieber nicht sagen sollen, oder? Nein. Jetzt haben wir Masas als Gegner. Oder Gegnerin. Also schön. Der Wettkampf hat begonnen.
Die Kontrahenten messen sich in den Disziplinen Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Oh Gott. Ihr könnt jederzeit eure Prüfung ablegen. Wer das Lager verlässt, wird disqualifiziert. Hm. Und ist zum Abschuss freigegeben. Na toll. Oh Mann. Das ist ein Traum. Nicht nur, dass du heute Abend am Galgen baumeln wirst. Nein, ich kann mich zuvor auch noch an deiner Unfähigkeit ergötzen. Na toll. Ich habe hier leider noch nicht Wilbur irgendwo entdeckt, aber wer weiß, wo der sich rumtreibt. Natürlich müssen wir hier wieder 3 Prüfungen bestehen, damit das Kapitel noch ein bisschen länger wird. Es war natürlich nicht genug, nur die Ausrüstung zu finden. Nein. Gut, aber an der Stelle, bevor ich jetzt irgendeinen Schritt mache, werde ich die Folge beenden und das nächste Mal sehen wir uns hier im Lager um, was wir für diese 3 Prüfungen alles zu finden. Also, bis dahin. Tata!